Holland testet Familie Wendt den Freizeitpark Efteling nahe Tilburg. Unsere Tester in Deutschland, die Schmitz. Ihr Ziel, das Phantasialand in Brühl. Zwei Parks, viele Winterattraktionen, ein Duell. Deutschland gegen Holland. Im Phantasialand ist wenig los. Die Schmitz zahlen 3 Euro Parkgebühren und gleich auf Anhieb finden sie einen Parkplatz in der Nähe des Eingangs. Das macht schon mal gute Laune. Also was mit den 3 Euro ist cool, ne? Auch in Holland hält sich der Andrang in Grenzen. Lange Warteschlangen? Nee, Fehlanzeige. Wollen wir mal sehen, wie teuer das hier in Holland ist, die andere Preise haben. Boah, 8 Euro. Können wir ein ganzes Parkhaus mieten. Satte 8 Euro, das drückt auf die Stimmung. Auch an der Kasse wird die Laune nicht besser. Gibt es auch Kinderpreise? Nein. Okay. Eine stolze Summe. Wie bewertet Familie Wendt den hohen Preis? Bis zu 5 Punkte sind möglich. 8 Euro finde ich schon ganz schön. 8 Euro fürs Parken. Fürs Parken, ja. Hallo. Kannst du ganz Parkhaus verkriegen. Waren 120 Euro. Ist auch nicht gerade wenig. Wir waren wohl relativ schnell jetzt hier drin. Also an der Kasse braucht man mindestens nicht so lange warten. Wir geben 3. Oh je, ob das deutsche Phantasialand besser abschneidet? Eine Familie. Gibt es irgendwie Familienangebote oder Extrakarten? Sonderkonditionen. Kinder unter 7 haben freien Eintritt. Super, dann kommst du noch so rein. Ja. Klasse. Der Eintritt kostet für die Familie 79,50 Euro. Vorteil, dazu gibt es einen Gutschein. Die ganze Familie darf den Park in der Wintersaison nochmal umsonst besuchen. Das ist preiswerter wie im Sommer. Ne? Also wir waren im Sommer hier. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber es war tatsächlich ein Stückchen teurer. Und ja, dass sie noch so reingekommen ist für uns klasse. Und noch einmal Freikarten dazu, das muss man ja auch mal sagen. Wie viele Punkte wollen wir geben? Also ich wäre für eine glatte 5. Ist positiv. Ich auch. Sehr positiv. Ja. Okay, dann ja. Also einmal 5 Punkte. 5:3 fürs Phantasialand. Mal sehen, ob der Deutsche Park auch bei den Attraktionen punkten kann. Die Eisfläche ist schon mal ziemlich klein. Dafür gibt's die Schlittschuhe umsonst. Ich kriege keine 10 Pferde aufs Eis, das wisst ihr. Oh, Papa! Nee. Dabei ist die Mini-Eisbahn doch nun wirklich ungefährlich, denn die Bande ist immer in greifbarer Nähe. Wo gehen wir jetzt hin? Was machen wir jetzt? Holen! Ja, holen! Endlich Action und Schnee. Und das Ganze ohne lästiges Anstehen. Die Rodelpiste ist mit knapp 50 Metern eher kurz, dafür aber schnell. Das müssen wir gleich nochmal machen. Los! Hat Familie Wendt in Holland genauso viel Spaß? Die Bobbahn ist ganze 524 Meter lang und 20 Meter hoch. Schneefrei, aber schnell. Mama Heidrun ist begeistert. Also das, wenn ich ja gar nicht mit wollte, war klasse. Die Weisheit. So ein bisschen kurz. Ja, das stimmt, hätte ein bisschen länger sein können. Aber war gut. Auch die Eisbahn in Efteling lässt die deutsche Konkurrenz ziemlich alt aussehen. 1200 Quadratmeter holländischer Eispalast. Das macht gute Laune. Können wir denn ja jetzt auch unsere Kür zeigen, aber die haben es gerade nicht mehr im Kopf. Das wird eng für Deutschland. Die Schmitz im Phantasialand probieren es jetzt mal mit Eisstockschießen. Aber wo ist das Eis? Gibt's nicht, stattdessen Gleitmatten. Action sieht anders aus. Immerhin anstehen müssen sie nicht. Geht super schnell heute eigentlich. Und sie ist jetzt in der nächsten Gruppe, ist sie schon dran, also klasse. Die Motorschlitten versprechen da schon mehr Spaß, allerdings nur für kleine Gäste. Glück für Jolina. Pech für den Rest der Familie. In Efteling hat Familie Wendt auf der Suche nach Schnee eine Kutsche ergattert. Eine kleine Verschnaufpause tut ja auch mal ganz gut. Und außerdem gibt es bei der Kutschfahrt eine Menge zu entdecken. So, guck mal da, eine Langlaufbahn. Oh nein! Ja, das machen wir natürlich, ne? Ja. Dafür sind wir ja schließlich hier. Oh. Ja, klar. Aber was ist das? Kunststoffmatten statt Schnee. Das Winterweiß kommt hier aus der Farbdose. Aber haben die Wendts wenigstens Spaß? Papa Marco und Mama Heidrun sind sich da nicht so ganz einig. Das ist einfach nur witzig. Weil man doch irgendwie nicht so richtig der vorwärts kommt. Aber der Spaß ist einfach da. Ne? Nun testen die Wendts noch das Highlight in Efteling, den fliegenden Holländer. Ein Mix aus Achter- und Wasserbahn. Hier steht man im Sommer gut 2 Stunden. Im Winter
nur 30 Minuten. War der Hammer! War das schön! Bist du nass geworden? Ich hatte voll Angst. Klasse, oder? Ja. Im Phantasialand wagen die Schmitz eine Fahrt mit der rasanten Achterbahn Colorado Adventure. Sie sind sofort an der Reihe. Einfach einsteigen und los geht's. Knapp 3 Minuten Action und Bauchkribbeln pur. Nicht jedermanns Sache. Wir wissen jetzt, warum keine Schlange stand. Super schnell. Viele haben gekreischt und doch, ging schon richtig ab. Julina, was sagst du? Wie hat es dir gefallen? Ich hatte ganz super Angst und es war total stockdunkel. Aber was bedeutet das für unser Duell? Wo gibt es mehr Action fürs Geld? Ich finde den Fliegen Holländer schon zwar gruselig, aber trotzdem geil und super gemacht. Ich fand die Eisbahn. Du findest die Eisbahn mir toll, ne? Habe ich mir gedacht. Da sind 5 Punkte ja. Völlig gerechtfertigt ja. Für das, was wir heute hier machen konnten. Ja. Ne? Wir geben 5 Punkte. Kann das Phantasialand da denn mithalten? Wir haben uns entschlossen für diesen Part 4 Punkte. 4 Punkte. Knapper Sieg für Holland. Deutschlands Vorsprung ist geschmolzen. Aber wird das für den Gesamtsieg reichen? Die Entscheidung fällt beim Essen. Mal sehen, was das Restaurant im Phantasialand so zu bieten hat. Das ist der Lecker. Gänsekeule? Ja, Gänsekeule. Lecker. 4 Portionen Gänsekeule und Braten inklusive Beilagen und Getränke kosten 46,80 Euro. Und? Wie schmeckt's denn? Ich finde, die Klöße schmecken schon mal gar nichts. Stimmt. Kein Geschmack, dafür aber ein ordentlicher Preis. Volle Punktzahl. Hört sich anders an. Preis okay. Vom Geschmack her. Fand ich, hätte es noch ein bisschen würziger oder geschmackiger sein können. Das hat mir persönlich jetzt nicht ganz so geschmeckt. Dann entscheiden wir uns für die 3. In Efteling sind die Gerichte wesentlich günstiger. Dafür geht es in Holland auch rustikaler zu. Für knapp 30 Euro bekommen die Vents Grünkohl mit Mettwurst. Gegessen wird hier nicht im Restaurant, sondern draußen. Ob es trotzdem schmeckt? War einfach lecker. Es war einfach gut. Hier in Holland würde man sagen, bei Faven. Volle Punktzahl. Holland schlägt Deutschland beim Essen klar. Und damit gewinnt der holländische Park Efteling mit 1 Punkt Vorsprung. Der hohe Preis von 146 Euro hat sich ausgezahlt. Familie Wendt ist restlos begeistert. Die Stimmung jetzt finde ich so super. Jetzt so, ja, finde ich schön. So, das mit den Lichtern, das hast du eben im Sommer natürlich alles nicht. Familie Schmidt hat für den Tag im Phantasialand knapp 130 Euro bezahlt. Auch wenn die Winterangebote im Phantasialand im Vergleich zu Efteling deutlich kleiner ausfallen, im Sommer wollen die Schmidts auf jeden Fall wiederkommen.